von mir ein herzliches Willkommen hier im Ecopark. Und da melde ich mich ganz kurz, nicht als Gastgeber und auch nicht wirklich als Hausherr hier im Zentrum Zukunft der EWE, aber insofern dann doch mit der Verantwortung für den Ecopark, dass ich mich freue, dass diese Veranstaltung auch hier stattfindet. Denn wir verstehen uns auch ein Stück weit als Plattform für Gesellschaft und Wirtschaft und arbeiten häufig mit dem Zentrum Zukunft zusammen, dass für solche Veranstaltungen hier natürlich auch der ideale Raum und Rahmen gegeben ist. Ich will zunächst einmal sagen, wenn man über das Thema Arbeit redet, dann muss man zu Beginn des Jahres 2013 erst einmal, finde ich, immer sagen, dass wir in Deutschland sehr dankbar dafür sein können, dass wir die wirtschaftliche Situation haben, wie die sie haben. Und deswegen hat Adenauer gesagt, nicht das preußische Staatsverständnis, der Mensch hat den Staat zu dienen. Nicht das Staatsverständnis oder das Wirtschaftsverständnis unter Kaiser Wilhelm, die Sache ist wichtiger wie der Mensch, sondern die Wirtschaft hat eine dienende Funktion. Und weil der Adenauer das so gedacht hat, und weil Erhard das so gedacht hat, im Übrigen beides gläubige Menschen, haben sie nach dem Krieg dafür gesorgt, dass wir keine Marktwirtschaft bekommen haben, sondern dass wir eine soziale Marktwirtschaft bekommen. Was bedeutet, dass man den Profit und den Markt Grenzen setzt. Also von meiner Seite, Werksverträge, wie sie heute hier zum Einsatz kommen, halte ich für überflüssig. Also das ist eine Auskopplung von, man sucht nach Wegen, um möglichst günstig Personal zu bekommen. Peter Kossen ist aufgewachsen in Rechterfeld, also am Stammsitz eines der Unternehmen, die in der Ernährungswirtschaft hier die Region ja auch groß gemacht haben. Er ist sehr mutig und sehr laut Kritiker der Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen, die in prekären Verhältnissen hier arbeiten müssen. Und er hat als Antwort überwiegend Zustimmung erfahren. Möglich ist. Meine Sorge ist, wenn sich an der Haltung allerdings nichts ändert, dann wird man danach Kasachen und Ukrainer anstellen oder noch weiter nach Osten gehen. Man wird die Leute finden, die es für die heutigen Bedingungen tun, für die jetzt hier die Rumänen und Bulgaren sind. Also muss ich grundsätzlich an der Haltung etwas ändern, beziehungsweise am Regelwerk, das so sein muss, dass diese Lücken nicht mehr möglich sind. Und ich glaube, das geht nur in der Diskussion, im Konsens eben verschiedener gesellschaftlicher Gruppen, die heute Abend auch hier vertreten sind. Also ich nehme jetzt von diesem Abend mit, dass die CDU im Südbrandenburger Raum sich sehr um diese wichtigen Arbeitnehmerfragen kümmert innerhalb der Ernährungsindustrie. Ich habe heute Abend festgestellt, dass es hier einen großen gesellschaftlichen Konsens gibt, dass man menschenwürdige Arbeitsbedingungen auch in diesem Bereich will. Und ich bin sicher, dass die CDU mit ihren kommunalen Möglichkeiten, aber auch mit den Regierungsmöglichkeiten nach der Landtagswahl diese Probleme weiterhin positiv begleiten wird. Ja, mein Kollege Clemens Große-Macke, zu dem ich zu dieser Veranstaltung nur beglückwünschen kann, hat eine hervorragende informative Veranstaltung gemacht. Das Podium war spitzenmäßig besetzt und hat die Probleme, die es mit Werkverträgen, insbesondere hier bei uns im Oldenburger Münsterland, hat ganz genau benannt und auch Lösungsvorschläge aufgezeichnet. Das war eine sehr gute Veranstaltung, mit der wir auch als Abgeordnete politisch weiterarbeiten können. Danke. Heute Abend ist viel gesprochen worden, viel auf den Punkt gebracht worden aus verschiedenen Richtungen. Es gab einen großen Konsens, aber es gab auch verschiedene Blickrichtungen, aus denen heraus das Thema Mensch und Mensch in der Arbeitswelt und Gerechtigkeit betrachtet wurde. Und ich glaube, dass solche Diskussionen zunehmend wichtig sind. Und jetzt als Kirchenmann sage ich, wir müssen uns auch in solche Diskussionen auch mit einbringen. Bedeutet, dass wir dann, wenn wir mitreden wollen, auf der Höhe der Diskussion sein müssen. Das heißt, wir müssen auch von der Sache eben auch eine gewisse Kenntnis haben. Also mir hat das nochmal einige Aspekte nochmal eröffnet aus verschiedenen Sichten des Unternehmers, des Politikers oder auch des Gewerkschaftsmannes. Und ich wünsche mir, dass wir da in Zukunft doch immer wieder auch solche Foren haben, wo wir diese gesellschaftlich wichtigen Themen besprechen können, damit wir dadurch einfach Öffentlichkeit herstellen und auch einen politischen Willen mitgestalten, damit ein entsprechender Rahmen, wie er heute Abend öfter gefordert worden ist, auch hergestellt werden kann. Ja, also für mich war es eine interessante Diskussionsrunde, wo man unterschiedlichste Meinungen hören konnte. Und ich habe aber auch einen gewissen Konsens erkannt, dass alle eigentlich wohl an einem Strang ziehen wollen, um dieses Problem zu lösen. Und mein Wunsch ja eben nochmal, Politik gibt uns Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen, dann bin ich ganz zuversichtlich, kriegen wir solche Missstände gelöst. Ich bin außerordentlich zufrieden mit dem Verlauf dieser Veranstaltung heute Abend.
glaube, sehr viele unterschiedliche Ideen ausgetauscht worden, Anregungen gegeben, Ideen gekommen, sowohl von den Diskutanten als auch vom Publikum. Und ich nehme mit, für mich persönlich auch als zuständiger Wahlkreisabgeordneter, nicht nachlassen, nachfassen, initiieren und Dinge nach vorne bringen. Und heute hat es gezeigt, es lohnt sich, gemeinsam mit dieser Region zu streiten.